Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Superliminal. Ich bin ein wenig, ja, gedingst. Aber hier komme ich ja gar nicht ran an die Sachen. Das macht ja denn gar keinen Sinn, das zu versuchen, was mitzunehmen. Ja. Also muss es da irgendwie einen anderen Weg geben, aber welchen? Hier kommt man definitiv nicht rein. Na, ich wollte hier lang. Hier ändert sich nichts. Ja, dann weiß ich nicht, wie ich hier durchkommen soll. Die Sachen kriege ich nicht gegriffen dadurch. Und selbst wenn hier was wäre, würde ich da nicht rankommen. Ich habe hier keinen Gegenstand. Ich mach noch mal. Ich glaube, dann bin ich wieder hier, ne? Ja. Das ist wirklich blöd. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja hier nichts. Ja, dann war es das wohl. Mal schauen. Vielleicht bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Gucken wir hier, man kann das Schild abbauen. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt machen wir das größer. So groß, wie wir das halt brauchen. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, dass man dieses Schild abbauen. Das habe ich nicht gesehen, dass da eine Patschhand ist. Die habe ich echt nicht gesehen. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Cool. Ah. Wir sind noch mehr, ne? Nein, nein. Da ist was. So, jetzt habe ich hier den Käse. Aha. So ein Käse. Cool. Oh, ich war zu weit weg. Was mauert ihr das auch zu? Cool, wo bin ich jetzt?
Ah. Hilfe, Hilfe, au! Ich glaube, ich bin aufgewacht um 3 Uhr. Das hat aber nicht lange durchgehalten hier mit euch. 3 Uhr. Sweet B. Wir sind gefangen. Ich würde da gern mal reingucken. Kann man nicht lesen? Privat. Aha, was haben wir denn da? Ich kann hier nichts greifen, ne? Gar nichts. Brauchen wir die irgendwo? Aha. Ist keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, ich habe was vergessen. Scheiße. Wartet mal eine Sekunde. Jetzt wird das ordentlich geruckelt haben, die ersten Aufnahmen. Kann ich das noch hier? Hier kann ich das, glaube ich, machen. Ich habe was vergessen. Ach, Kacke. Ich vergesse das jedes Mal. Ihr seht das jetzt nicht. Na, jedes Mal nicht, aber oft. So. Wenn wir Glück haben, läuft es ganz normal weiter. Gut, ich muss noch... Ach so. Wo ist mein Ordner hin? Da. So, jetzt aber, jetzt. Ah, gut. Jetzt ist das Geflacker weg, ne? Ist natürlich dumm. Aha. Da kann man auch... Dann gucken wir erstmal hier. Hier steht Ausgang. Oh, toll. Fliege, ihr nervt mich heute schon den ganzen Tag. Verpiss dich. Sonst stirbst du. Warte mal. Irgendwie habe ich jetzt Scheiße gebaut. Steht da? Aha. Cool, ne? Jetzt geht's aber ab hier. Fliege, verpiesel dir. Ey, so nicht. Da ist ein Haus oder sowas. Ich sehe das schon. Ich muss das mal so hinlegen. Reicht noch nicht. Oh, Scheiße. Obwohl es ja egal ist.
Ich habe ja erklärt, ich bin erkältet. Dann hüpfen wir hier mal rauf und gucken mal, wo wir hier sind. Aha, 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 aha. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. Stimmt. But not to worry. We're working on it. Aha. Man arbeitet dran. Aha. Wir brauchen jetzt wieder irgendeinen Gegenstand. Halt, weiter zurück. Cool gemacht, cool gemacht. Ich glaube, da kommen wir rauf, ne? Ja. Ich muss die richtige Position finden. Da ist eine Lampe mit drin. Hier. Ich kann hier auch raufhüpfen. Davon kommt die Lampe aber nicht rein. Und mehr habe ich hier nicht, ne? Und hiermit kann ich nichts machen. Okay. Wir brauchen hier einen Würfel. Und wie soll ich da... Ich verstehe es nicht. Kann ich die Lampe abbauen oder irgendwas damit machen? Nein. Das ist das Problem ist, man kommt nicht dicht genug ran. Die muss hier rein, das sieht man ja, aber. Muss die da mit rein? Jetzt ist sie weg. Man kann hier nichts anderes nehmen. Komisch. Nee. Bücken kann ich mich auch nicht. Ich bin aber doof. Das ist zu hoch für einen Würfel, ne? Dann komme ich ja hier nicht mehr rauf. Ich brauche den zweiten.
Wie mache ich denn das? Den kriege ich ja nicht so verdreht. Oh, diese Fliege. Hau ab. So kriegt man die nicht hingedreht. Ah. Die sind lästig, die Viecher. Guck mal, er stellt sich ja sofort gerade. Ich habe gar keine Chance. Die setzt sich kackfrech auf mein Display. Kackfrech. Habe ich denn hier vielleicht eine andere Perspektivmöglichkeit oder so? Aha. Das bringt alles nichts. Na, nun geh. So. Hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Oh, Fliege, hau ab. Jetzt habe ich sie angeschubst. Die kommt, die setzt sich einfach frech wieder rauf. Schön warm, ne? So, warte mal. So, jetzt haben wir erstmal hier. Oh, Scheiße. Sie war benommen, aber ich habe sie nicht erwischt. Ah. Na gut, dann bis gleich. Da tatsächlich. Ach, leck mich. So eine olle Blume. Das ist ja nur ein halber Würfel. Was für ein Beschiss. Das reicht noch nicht, ne? Das reicht. Da muss man erstmal drauf kommen. Meine Güte. Da fehlt was von dem Exit. Hier hoch kommen wir nicht, ne? Nee. Irgendwie ein bisschen Rahmen brauche ich. Das macht alles keinen Sinn.
Ich überlege nur, was ich jetzt hier machen soll. Aha. Muss aufpassen, dass ich nicht runterfall. Es spiegelt sich da oben das Haus, ne? Aber die Tür ist da nicht zu sehen. Nee, 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 nee. Ja, man kann ja mal gucken. Ah, guck mal, hier ist der Rest. Cool. Kann ich die Knöpfe drücken? Nee, 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 nee. Kann ich nicht. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Hier ist auch so ein Muster drauf. Die wissen also nicht, wo ich bin. Muss aber nichts zu sagen haben. Wir gehen hier erstmal rein und gucken mal hier. Ich glaube, ich muss nach oben. Ich kann hier aber nichts nehmen. Und hier kriege ich ja nichts durch, ne? Das muss hier irgendwie gehen. Ich muss ein bisschen höher, ne? Dann klappt das auch. Geht bloß nicht höher. Da müsste ich rauf, denke ich mal. Hier ist noch was anderes, guck mal da. Einfach nur mal richtig gucken. Ah, das ist ja cool. Jetzt sind wir draußen irgendwo. Die Tür ist aber klein. Ist wieder das Radio? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Gut, das machen wir dann mal aber in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.